Ich habe gerade was ganz Spannendes gelesen zum Thema digitaler Gesundheit und Wearables. Das muss ich natürlich sofort mit euch teilen. Und zwar hat Samsung in Amerika von der FDA, der Food and Drug Administration, eine Zulassung erhalten. Die kümmern sich darum, Medikamente und auch Medizinprodukte zuzulassen. Das Thema heißt hier Schlafapnoe und darunter leiden tatsächlich einige Menschen in Deutschland. Häufig schnarchen die Menschen dabei und sie haben eine entweder sehr flache Atmung oder sogar Atemaussetzer von bis zu 10 Sekunden. Das bedeutet verminderte Sauerstoffzufuhr für unseren Organismus und das schränkt sowohl die Gehirntätigkeit ein, als natürlich auch wichtiges Organ unseres Herz. Das heißt, Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz können eben dann Folgeerkrankungen sein. So, jetzt kommen wir aber zu dem Feature von Samsung. Dieses Feature von Samsung ist eine Erweiterung der App, der Samsung Health Monitor App. Und was diese App kann, dass sie über zwei aufeinanderfolgende Nächte eben nämlich die Schlafqualität und eben kleinere und größere Anzeichen vom Schlafapnoe misst. Das kann anschließend ausgewertet werden und diese Ergebnisse lassen sich dann wunderbar mit dem Behandlungsteam teilen und anschließend können natürlich unsere Mediziner eine adäquate Therapie darauf anpassen. Ein weiterer Vorteil ist sicherlich, dass ich gar nicht ins Schlaflabor muss, sondern quasi schön von zu Hause aus mit diesem Wearable meine Schlafqualität tracken kann. Doppelt Daumen nach oben. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Lösung. Und jetzt kommt der kleine Wermutstropfen. Es ist erst in Amerika zugelassen. Und hoffen wir mal und drücken wir die Daumen, dass die Zulassung für Europa demnächst kommt. Ja, diese Informationsquelle habe ich diesmal von connect.de. Ich sende dir erstmal herzliche Grüße und Wohlsein.